Servus zusammen, ich bin wieder da. Ich habe Berlin überlebt. Ich war leicht geschockt von Berlin, muss ich ehrlich sagen. Ich war das letzte Mal da vor 8 Jahren. Wie teuer das geworden ist. Unglaublich. Ich habe da alle möglichen Leute getroffen, vom Taxifahrer über Webdesigner zu anderen Händlern. Und die haben mir alle gesagt, Berlin ist richtig teuer geworden. Ich kann das nur bestätigen. Dagegen ist München ja fast billig, wenn ich allein die Mieten miteinander vergleiche. Wie dem auch sei, ich bin wieder hier und es ist natürlich genau das passiert, was immer passiert, wenn ich nicht da bin, ist voilà. Es ist immer das Gleiche. Die Franzosen sagen dazu: Ce n'est qu'une bordel de merde quand je fais quand je suis en route. Il fait des bêtises. Ist immer das Gleiche. Irgendwann verkaufe ich mal meinen Reiseplan an Bloomberg oder sowas und verlange dafür 25 Milliarden Euro und die werden sie mir mit Handkuss zahlen. Nee, ehrlich, es ist immer das Gleiche. Dann, ich brauche ein paar Minuten länger heute, gab es einige Fragen wegen des Putz, den ich gekauft habe. Und das möchte ich gerne ganz kurz aufklären, weil wenn ich unterwegs bin, dann habe ich nur das Handy dabei. Und auf dem Handy, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich da auf YouTube irgendwas beantworten könnte. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Will ich aber auch nicht. Ich habe da auch kein Facebook drauf, weil sonst kann ich mich nicht um das kümmern, was ich eigentlich vorhabe. Also, ich möchte was sagen zu dem Optionsschein, den ich gemacht habe. Es gibt auf der Seite von gs.de von Goldman gibt es einen Optionsscheinrechner neu. Und ich habe jetzt hier einfach mal eingegeben, zeig mir mal alle Optionsscheine, und zwar normalen Optionsscheine, nicht die K.O.-Scheine, normale Optionsscheine, um den es ging. Hier steht er. Zeig mir die mal alle. Und ich habe für die App eingekauft von der Citibank. So. Hier sind also, wie gesagt, alle Optionsscheine drin, die normalen Optionsscheine. Ja, also zum Beispiel jetzt die Citibank hat 3047 Stück nur auf dem DAX. Ich gebe die Richtung ein. Diesen Fall war es ein Put. Ich gebe den Basispreis ein. Im Gegensatz zu den K.O.-Scheinen ändert sich der Basispreis nicht während der gesamten Laufzeit. 16.200 war das. Ich sage die Laufzeit und ich hätte gerne nur einen zwischen 9 und 12 Monate. Und da kommt dieser Schein hier raus. Das ist ein 16.200er Put, normaler Optionsschein. Nochmal, nix K.O., der stirbt nicht. Wenn der DAX jetzt morgen auf 20.000 steigt, gibt es den trotzdem noch. Und zwar bis zum 15.03.24 mit dieser Basis. Jetzt kommt dann der Abstand ist so und Break-Even ist hier, Bezugsverhältnis 001. Hebel, hier steht alles Mögliche drin und die implizite Volatilität. Im Moment ist der bei 18, Entschuldigung, bei 8 zu 8,02. So, und jetzt, das ist das Neue jetzt hier bei Goldman. Das finde ich ziemlich cool, weil es ist sehr einfach zu handhaben. Als ich den gekauft habe, Tage bis zur Fälligkeit, waren die Tage, da kann man dahinter gehen, 304 Tage waren das. Und ich habe die relativ früh gekauft. Ich habe auch gesagt, ich kaufe da nur Kleinigkeiten. Und das muss gewesen sein bei 15.900, was weiß ich, 60 oder sowas. Irgendwo da. Mit einer Volatilität von 14,3. So. Das stimmt in etwa. Ich habe gekauft mit 9,73. Ihr habt hier verschiedene Ergebnisse. Hebel, Delta. Delta ist wichtig. Wenn der DAX 100 Punkte steigt, 100 Punkte steigt, verliert er nur 50 Punkte. Wenn er 100 Punkte fällt, gewinnt er aber auch nur 50 Punkte. Hier ist es ausgedrückt in Euro. Vega, das ist für mich jetzt eine Zahl, die mich sehr interessiert, ist die Veränderung der Volatilität. Theta ist der Zeitwertverfall. Dazu mal ganz kurz diese Geschichte zwischendurch. Die habe ich geklaut von der X Markets, schon Jahre her. Normale Optionsscheine, guck mal hier, verlieren in den letzten 90 Tagen, fangen die an, richtig an Zeitwert zu verlieren. Hier sind 60 Tage, ist noch nicht so viel. Und insbesondere die letzten 30 Tage verlieren die. Deswegen habe ich das ganz gern mal gesagt, wenn ihr einen normalen Optionsschein kauft, seht zu, und die Volatilität ist zum Beispiel gering, was ich jetzt momentan denke, seht zu, dass ihr ein möglichst langlaufendes Produkt bekommt. Ja, bei mir sind es 304 Tage gewesen, in dem Moment des Trade-Eingangs. Weil hier in den letzten 30 Tagen verlieren die mächtig. Könnt ihr da anhalten, könnt ihr das hier nochmal durchlesen. Ja, besonders in den letzten 3 Monaten vor dem Verfall sollten Anleger daher besonders auf der Hut sein und gegebenenfalls schnell handeln.
Wenn ihr sowas kauft, so eine normale Option, die nur 30 Tage Laufzeit hat, dann müsst ihr euch schon sehr, sehr sicher sein über die Richtung. Sonst jedes Wochenende verliert das Geld. Also das ist jetzt so in etwa so der Eingang meiner Position. Ach, 9,62, ich habe sogar noch höher gekauft, 9,73. Jetzt setze ich mal die Parameter zurück. So, und da steht jetzt, ja, das kommt etwa hin, 8,31. Ich bin der Meinung, dass die Volatilität insgesamt sehr gering ist. Wirklich gering. Und ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass bis zum 3, wo ist die Laufzeit hier, bis zum 15.03.24, die Volatilität sich erhöhen wird. Von 14,3 oder 14,96, was sie jetzt ist, auf irgendwas, also mit Sicherheit irgendwie 19, 20. Mit Sicherheit darf ich nicht sagen, aber die wird auf jeden Fall höher gehen. So, jetzt mache ich mir mal den Spaß und kann hier simulieren. Ich sage mal, jetzt kommen die Sommermonate, da ist nicht so viel. Ich ziehe jetzt einfach mal 90 Tage ab. Ich mache es glatt, ich mache es auf 200 Tage. Wenn nichts passiert, der DAX unverändert bleibt, wir haben nur noch 200 Tage Zeit, verliert das Ding von 8,31 auf 6,72. Blöd, aber ist so. Jetzt gehe ich aber auch davon aus, dass wir nicht mehr dann hier oben stehen werden. Ich sage jetzt mal, wir sind beim Einstand. 15.900, was war das? 930 sowas oder 960. So, da ist er schon nicht mehr so tief, sondern 8,37. Ich glaube aber auch, dass die Volatilität hochgeht. Sagen wir mal auf 17%. Und damit verliere ich fast gar nichts mehr. Diese Option, die ich da gekauft habe, ist eine Absicherung fürs Depot. Ich habe jetzt 5% aufs Depot gekauft. Ich werde das auch erhöhen auf 10%. Damit passiert mir gar nichts mehr. Es ist mir völlig wurscht, ob die in Amerika sich einigen oder ob China irgendeinen Stress hat mit was weiß ich wem. Das ist mir egal. Das ist nichts anderes als eine Versicherung, womit ich aufpassen muss. Nochmal, da kommt jetzt, vielleicht sollte ich nochmal dieses Bild zeigen mit dem Theta. Das ist halt, wenn wir so 60 Tage, ab 60 Tage vorm Verfalltermin. Für mich ist das nichts anderes als eine Absicherung. Und ja, bezogen auf den Einstandskurs, ich setze mal die Parameter zurück, verliere ich jetzt gegenüber dem Kaufkurs, der war bei 9,73, verliere ich im Moment 1,40. Das entspricht genau der Hälfte des Verlustes, was dieses Delta mir anzeigt. Ich soll sagen, wir haben, was haben wir denn gemacht? 340 Punkte und ich verliere 1,70 ungefähr, 1,40. Also ich verliere etwas weniger als die Hälfte. Aber mit dem Ding kann ich super gut schlafen. Also das nochmal vorab. Ich werde bei Gelegenheit mal so einen Film machen, weil das wurde auch gefragt, über diesen Optionsscheinrechner oder warum ich da diese Option genommen habe. Ich wollte keinen K.O. haben. Weil mir war das völlig klar, ich habe das auch gesagt auf NTV, wenn wir über die 16.000 gehen, geht der Markt den Weg des Schmerzes. Soll heißen, der kann schnell nach oben machen. Und das hat er gemacht. Das sind schnelle, harte Kerzen. Über die 16.000 rüber, klack, klack. So schnell konntest du gar nicht gucken, wie das ging. Insbesondere hier an dem, eigentlich war es hier schon am Abend, da hat auch einer nachgefragt, ja, das war schon am Abend. Ich gucke nicht so auf die Abendkurse, ich gucke mehr auf die Kurse während des Tages, aber egal wie, der ist ordentlich gestiegen, hat nicht nur die alten Highs erreicht, sondern auch neu gemacht. Wenig, aber neu. Diese Feiertage haben die Angewohnheit, entweder es passiert gar nichts oder es geht, weil kaum Leute da sind, es geht richtig ab. In diesem Fall war das so. Ich würde mal schätzen, von 10 von diesen Feiertagen, sei das, also egal ob das ein Montag ist oder ein Freitag, also für die Normalsterblichen und nicht für die Börse, entsteht da doch größere Bewegung, weil eben kaum einer da ist. Und die legen da nicht unbedingt Limit rein. Mir ist Folgendes aufgefallen. Das hier ist mein Trader Wingman. Dieser Trader Wingman, dieser Trader Wingman, den habe ich so eingestellt, nur euch das zu zeigen, 52 Wochen Hochs. Wir hatten auch Tiefs, aber weniger. Gibt es ganz, ganz viele. Das war jetzt hier vom 16.05. Siemens Energy. Das war das Signal.
23,28, ja, und dann sind wir auch schon deutlich höher. Henkel hat eins gemacht, Microsoft, Nvidia, PayPal hat ein Wochentief gemacht, ja, das sieht ganz merkwürdig aus. Nvidia, neues 52 Wochen, United Internet, Warta nicht. Das ist also in einem insgesamt steigenden Markt, ein Wochentief, ein 52 Wochentief zu produzieren, ist ein ziemliches Armutszeugnis, muss man ganz klar sagen. Und da wird es halt am 17.05., das war eben bis zum 16., wird es alles nochmal bestätigt. PayPal auch. Dann gibt es hier, da ärgere ich mich wahnsinnig. Ich hatte neulich eine Order drin und ich habe die irgendwie falsch eingegeben. Bin wegen 5 Cent ausgefallen. Da war die Royal Caribbean bei, ich glaube, 67 oder sowas. Ärgert mich maßlos. Aber gut, ist halt so. Muss man durch. Ja, dann steigen sie auch noch weiter. Hier kommt dann immer Siemens Energy, United Internet, Airbus. Dieses 52, ich kann das jetzt hier einfach mal so durchrollen, so ein 52 Wochen hoch und das gilt auch für den DAX und da ist es natürlich auch ein All-Time High. Das sind gute Signale, ist gar keine Frage, es sind gute Signale, dass genauso, wenn der Tagesschau gesprochen wird und der deutsche Aktienindex DAX macht ein neues Hoch. Könnt ihr davon ausgehen, das kommt 7 bis 10 Mal hinterher nochmal. Nicht alle folgenden Tage 7 bis 10 Mal, aber so. Da gibt es 10 Mal und wir haben wieder ein neues Hoch und wir haben nochmal ein neues Hoch. Ganz häufig so. Gut, jetzt komme ich zum DAX an sich. So sieht der Freund momentan aus mit dem Oktober-Tief bei 11.800 Schnickschnack und wir gehen hier hoch. Also, wir haben jetzt hier verschiedene recht wichtige Marken. Das hier war das alte Hoch, ja, so 16.290. Ich runde mal leicht. Haben wir überboten, sind wir wieder drunter. Nehme ich jetzt erstmal so hin. Das hier ist die 16.000, diese psychologische Marke, die wir, wann war denn das? Das war dann am, wenn das Freitag oder am Mittwochabend überboten haben. 16.000 noch was. Ich weiß nicht, wo da der Schlusskurs war. Dann haben wir hier die für mich sehr, sehr wichtige Unterstützung bei 15.670 und das hier ist die Soft Landing Area, von der ich nach wie vor ausgehe, 15.270. Wir gelten. Oder vielmehr, wir sind bezogen auf den Trendfolger positiv. Ja, der war letzte Woche, der war noch am Mittwoch völlig neutral. Bis Mittwoch hat er den Markt ja, echt geschnarcht bis zum Abend. Ja, ab 20 Uhr ging er hoch und ist sklavisch den Amis gefolgt, die ja auch nicht so schlecht lagen, muss man ja ganz klar sagen. Wir gelten als überkauft über die Stochastik, aber da ist nicht der Hauch eines Verkaufssignals. Nochmal, ich kann das immer wieder nur sagen, ich habe immer behauptet, wir können locker bis zum All-Time-High gehen. Danach wird es schwierig. Das habe ich bei 15.8 oder 15.9, bei 16.000 gesagt. Ich habe es auf NTV gesagt. Ich gebe dem Markt das. Und weil da einer fragte, ich habe mir das hier extra aufgeschrieben, ja, aber die Put-Call-Ratio, die ist doch gar nicht zu Lasten der Puts. Das stimmt. Ja, das ist vollkommen richtig. Nur muss man Folgendes wissen. Die Eurex-Optionen machen nur einen geringen Anteil an dem gesamten Derivate-Umsatz in Deutschland, nehmen die daran teil. Das ist ganz wenig. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, aber das kann sich jetzt geändert haben, sind 400.000 Kontrakte. Insgesamt, also auf alle Aktien und so weiter. Ja. Früher gab es auch mal einen Hurricane Future, ich weiß gar nicht, ob es den auch noch gibt, der würde aber auch da reinzählen. Die Anzahl der K.O.-Scheine nur auf den DAX, da sind wir bei 55.000. Die normalen Optionsscheine 30.000. So, und dann kommen noch, ich weiß nicht, wie viel 100 Aktien dazu. Der Anteil der K.O.-Produkte und normalen Optionsscheine ist erheblich größer als das der Eurex. Und das veröffentlichte Bezugsverhältnis Put-Call-Ratio ist bezogen auf die Eurex. Ich würde das, da drauf zu schauen, macht keinen Sinn. Es ist meiner Meinung nach macht das keinen Sinn. Ich habe das immer wieder behauptet, dass, und ich stehe dazu, dass also viele Leute haben ihre Depots abgesichert, insbesondere durch K.O.-Optionen. Und die sind jetzt dann innerhalb von 2 Tagen hier eine ganze Menge gestorben. Ich habe keine. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, im letzten Film am Mittwoch, habe ich auch gesagt, ich mache jetzt keine K.O.-Produkte, weil der kann ja auch mal schnell gehen. Und deswegen habe ich diese normalen Optionsscheine genommen, auf denen ich jetzt schief liege. Aber nochmal, das stört mich nicht. Da habe ich ein Jahr Zeit. Ja, da kann ich die Treppe runterfallen und im Koma liegen. Und da passiert nichts an meinem Depot. Also das ist jetzt ein ganz böses Beispiel, aber es ist so. Mir gefällt das. Mir gefällt dieser Optionsschein, den ich da eben gekauft habe. Es gibt ja noch andere. Aber mir gefällt der. Damit bin ich sicher.
zumindest bis zum 24.03. nächsten Jahres. Ja, wenn da irgendwas Böses passiert, lass es Nordkorea sein, lass es Südkorea sein, lass es Taiwan sein, in Amerika. Also nehmt euch das Schlechteste, was ihr euch vorstellen könnt, verdoppelt das und dann habt ihr vielleicht hier nochmal eine Krise. Wie auch immer, Krise. Ich sehe jetzt hier momentan keine. Wie gesagt, das ist das All-Time-High. Da waren wir dran, da waren wir drüber. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele von den Long-Puts gestoppt wurden, wenn sie über K.O.s gemacht wurden. Ich habe jetzt hier einen überkauften Bereich täglich. Ich habe einen heftigst überkauften Bereich wöchentlich. Ich habe einen heftigst überkauften Bereich monatlich. Ich habe, und auch das Gleiche, wie ich neulich vor einer Woche da bei NTV gesagt habe, ich habe noch kein Verkaufssignal. Es war mir klar, dass das steigen kann, dass das auch schnell geht. Aber ich habe auch behauptet, ich habe meine Ansparpläne pausiert seit Anfang Mai. Ich will die nicht hier oben kaufen. Ich glaube, vielleicht gehen wir nochmal hoch auf 16,5. Mag sein. Aber ich glaube, jetzt die erste Unterstützung ist der Bereich 16.000. Die zweite ist hier diese 15.670. Ich sehe nicht, dass der Markt jetzt hier irgendwie so eine Reise da oben macht. Ich sehe das nicht. Also nicht mit meiner Technik. Diese Optionsscheine, die ich gekauft habe, werde ich erst dann erhöhen, wenn wir über das Wochensignal in der Stochastik dieses Ding hier als Wochensignal ein Verkaufssignal bekommen. Dann werde ich das tun. Ich habe neue Scheine. Hurra, endlich mal neue Scheine. Und das sind teilweise ziemlich freche. Ich habe zum Beispiel hier einen 15.621er Call. 15.000, warte mal, wie mache ich das? So mache ich das. Nee, so rum. 15.621er. Kann man jeder, liegt also unterhalb von dieser Unterstützung hier. 15.670, 23 Hebel. Ich habe aber auch einen gemütlicheren, 15.408, da sind wir hier unten irgendwo. Unter dieser Marke und vor der Soft Landing Area. Bei den Puts habe ich zwei genommen, die relativ gleich liegen. Ja, die haben nur 260 Punkte Unterschied. Der eine hat 16.720, da sind wir hier oben, da. Ich möchte den Markt gerne noch ein bisschen laufen lassen, so er es denn tut. Aber das wäre jetzt der erste Schein, der mir einfällt, wenn wir unter die 16.000 gehen und schließen. Und dann, das hat einen 36er Hebel, das ist keine kleine Option. Dann habe ich auch noch hier noch gemütlicher genommen, 16.000, also fast 17.000, 16.989. Und das hat im Moment einen 23, der hat im Moment einen 23er Hebel. Da sind wir also nochmal weiter weg. Nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass wir hier jetzt hier Bäume rausreißen, jetzt da oben hingehen. Da hat einer gesagt, wer war denn das? Irgendeiner meiner Kollegen hat 18.000 aufgerufen. Ich rufe die auch auf. Aber nicht im nächsten Jahr, nicht in diesem Jahr und nicht im nächsten Jahr. Aber ich möchte fast garantieren, dass die irgendwann mal kommen. Ja? Börse steigt eigentlich immer. Sie muss halt nur zwischenzeitlich atmen. Und mir fehlt das Atmen. Mir reicht das hier nicht, diese Seitwärtsphase zum Atmen. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir auch noch mal deutlicher nachgeben werden. Weil jetzt, wenn meines Erachtens nach viele von den Puts rausgenommen wurden, ja, und dass der Weg des Schmerzes ist, den Ausdruck habe ich da geprägt, im Fernsehen und auch hier auf YouTube, wenn die raus sind, erst dann ist der Markt sauber und dann kann er fallen. Da reicht irgendwas. Was auch immer. Das reicht. Ich bin nach wie vor, ich lasse den jetzt laufen, mal gucken, wie weit er es schafft. Aber ich sehe zum Herbst hin ihn eher hier, da wo jetzt die Maus ist, so 14.000, 13.800, 200-Tage-Linie, sowas, als dass ich ihn da oben sehe. Ich glaube nicht, dass wir diese Geschwindigkeit von 30 Punkten pro Tag, das ist das, was wir momentan machen, dass wir die beibehalten werden. Nein, sehe ich überhaupt nicht so. Dann mal gucken, was passiert. Sorry, hat heute ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Sorry, wenn ich es nicht geschafft habe, dann schreibt doch mal drunter, dann versuche ich das zu beantworten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba!